Sind wir da bei Donald Trump und Co., oder? Wenn du so formulieren willst. Der ist schon eine Personal Brand. Na schon. Also schon. Also da wirklich, da gibt es die einen, die sagen, Gott, was ist das für ein Typ? Ja. Und die anderen, oh, Donald, you're awesome. Ja, ja, also viele dazwischen, also ich bin dazwischen irgendwo trotzdem und sage, ich bewundere ihn für das, dass er das schafft, da hinzukommen auf den Status. Irgendwas hat er richtig gemacht, aber das meiste, und ich will den nicht in der Politik ganz oben sehen. Also jetzt traue ich mir jetzt einmal, mich da so hinzustellen, Herr Trump, Sie können mich klagen. Ja, also das ist schon, das ist ein gutes Beispiel, der polarisiert, und zwar XXL. Ja. Und ich will es mal so sagen, der polarisiert schon alleine, jetzt gehen wir mal, das ist ein schönes Beispiel, gehen wir mal hin, nicht nur das, was er inhaltlich bringt. Da ist ja nicht viel, was zu greifen ist. Sondern das Verrückte ist, womit polarisiert der zum Beispiel auch, in der Form, wie er auftritt. Ja. Also wenn man mal genau guckt, dann sieht man, der hat immer hinten so blonde Mädels hinter sich stehen, wo du dich fragst, sag mal, von welchem Pin-Up-Kalender sind die denn gekommen? Aber das finde ich jetzt eine coole Idee. Also, liebe hübschen Mädels links und rechts, von mir habe ich noch viel Platz, wer sich bewerben möchte. Für die nächsten paar Interviews, ihr könnt dann mit ganz tollen Leuten sprechen, wie mit dem Ben Schulz. Und ihr dürft im Hintergrund lächeln. Das gefällt mir jetzt. Herr Trump, Sie haben eine gute Idee gehabt. Danke, ja. Ben. Aber das ist auch eine Form von Polarisierung. Ja. Wow, und das Verrückte ist... Aber irgendwo subbewusst. Mir ist das gar nicht so aktiv aufgefallen. Ja.